Nächster Take. Jetzt ist Katharina Mikoszewczyk hier. Ich heiße Sie herzlich willkommen eben zu dieser Mittagsvorlesung mit ihr und ich freue mich, dass ich Katharina Mikoszewczyk nun kurz vorstellen kann. Sie ist das erste Mal beim letzten BMT das erste Mal dazugekommen und hat damals und wie auch bei diesem Mal einen Workshop zur Vignettenmethode zum Programm beigesteuert. Dieser Ansatz wird, ich bin sicher, im Vortrag selbst mit einfließen. Katharina Mikoszewczyk hat diesen Ansatz in ihrer Habilitation genutzt und weiterentwickelt und dann in dem Band Forschen mit Vignetten, untertitelt mit Gruppen, Organisation, Transformation, ausführlich dargelegt. Der Ansatz steht genau für den Anspruch, den sie mit Forschen vertritt, kurzum transformatorische Sozialforschung, sich einmischen als empirischer Auftrag. Katharina Mikoszewczyk arbeitet an der Wirtschaftsuniversität Wien und hat die Leitung des dortigen Methodenzentrums inne. Konkret benannt als Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden, weil es dort nicht nur um qualitative, sondern auch um qualitative und Mathematik-Statistik geht. Eine Institution, dieses Methoden- oder Kompetenzzentrum, das sich auch mit dem Namen von Manfred Lueger verbindet, der hier jahrelang beim BMT zusammen mit Ulrike Froschauer Workshops zur Artefaktanalyse und Forschungswerkstätten zur interpretativen Sozialforschung angeboten hat. Ein Fundus, von dem auch Katharina Mikoszewczyk inspiriert wurde und da drin aber dann ganz eigene Akzente gesetzt hat. Es geht hier immer noch um eine intervenierende Forschung und im Zuge dessen um eine Kartierung von Wissenschaft und Praxis, um ein Ausloten von Standards der qualitativen Forschung, gleichzeitig aber auch darum, neue Impulse zu schaffen. Es war mir eine Freude, mich mit ihr 2019, als ich als Gastsemester in Wien und im dortigen Institut für Soziologie war, mich eben über performative Sozialwissenschaft und besonders über den sozialwissenschaftlichen Film auszutauschen. Gerade weil wir neben aller Konvergenzen auch genügend Divergenzen haben, wie aktuell auch sichtbar wird in einer Debatte um Wissenschaft und Kunst im Dialog in der neuen Ausgabe der ZQF. Insbesondere ihre Pointierung wird sie dann aber jetzt selbst sicherlich viel punktgenauer markieren können. Daher ende ich schon mit der Vorstellung, überlasse ihr die Bühne. Vielen Dank für die angenommene Einladung und ich bin mir sicher, dass du nun das machst, was ich angedeutet habe, nämlich Impulse setzen, nicht nur für den heutigen Tag, nicht nur für das diesjährige BMT, sondern darüber hinaus für den Diskurs der qualitativen Forschung. Dankeschön, herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Günther, ich habe mich sehr gefreut, über diese Einladung zur transformatorischen Sozialforschung zu sprechen. Günther hat mir ein paar Stichwörter gegeben. Kannst du nicht sprechen über Intervention, Transformation, Partizipation, Third Mission? Und das ist etwas breit. Ich denke, dass ich aus zwei Bereichen hier beitragen kann. Das ist einmal die Entwicklung meiner Vignettenmethode, der ich transformatorisches Potenzial zuschreibe und die ich im großen Bereich der Sozialforschung und ganz konkret der Polizeiforschung im öffentlichen Raum entwickelt habe, in der Fluchtforschung anwende und augenblicklich für den Einsatz in einem Projekt gemeinsam mit Michaela Pfadenhauer zur Wissenschaftsskepsis plane. Der andere Grund sind Bezüge, die sich aus der Arbeit ergeben, die nach Günthers Definition wahrscheinlich der performativen Sozialforschung zuordnen lassen. Beides ist plausibel und ich möchte dies heute durchaus auch genealogisch angehen. Wie komme ich eigentlich dazu, von meiner Arbeit als transformativ oder transformatorisch zu sprechen? Gleichzeitig arbeite ich, wie alle hier, in einer ganz speziellen Phase sozialwissenschaftlich qualitativer Forschung. Eine, für die Boris Traue 2022 im Rahmen des DGS-Kongress und in der dort geführten Polarisierungsdebatte die Frage gestellt hat, ob man nicht von einem dritten Werturteilsstreit sprechen kann. Partizipative Forschungsstrategien, performative Sozialwissenschaft, aber auch die Notwendigkeit der Aufstellung eigener finanzieller Ressourcen in Form einer Drittmittelstrategie, die zumeist nach dem Societal Impact fragt, stellen eine nicht ganz neue,
aber eine wiederentdeckte Frage an die empirische und heute und hier qualitative Forschung, nämlich jene, wie viel können oder müssen wir in unserer Forschung bewirken? Wobei die Frage natürlich nicht neu ist. Denken wir an die Aktionsforschung, im deutschsprachigen Raum dann auch an die Frauenforschung der 70er und 80er Jahre und die kürzlich verstorbene Maria Mies und ihren berühmten Text zur Parteilichkeit, den sie ja explizit methodische Postulate genannt hat. Aber die Felder, auf die sich dieser potenzielle Anspruch bezieht, erscheinen breiter, nämlich explizit nicht innerhalb soziologischer oder sozialwissenschaftlicher Forschung, sondern auch politische, mediale und in dieser Allgemeinheit gesellschaftliche Teilbereiche, wie etwa marginalisierte Gruppen und deren Lebenswelten. Auch politische Entscheidungen sollen beeinflusst werden. Und im englischen Antragsjargon heißt das ja in dieser Breite dann Societal Impact. Ich denke, das heißt, dass wir den Bereich, über den ich da spreche, als erstes mal entzerren müssen. Die finanzielle Basis von Forschungsprojekten ist tatsächlich eine Einflussgröße, denn viele Wissenschaftlerinnen müssen sich heute finanzieren und dabei Forschungsfonds wählen, die sie in einer entfristeten Stellung entweder anders legen würden, aber eben auch anders legen könnten. Liest man Antragstexte, dann findet man dort Absätze wie "should include partners from the practice" und die Ziele der Forschung, etwa Top-Down-Ausschreibungen, bei den Horizon-Programmen sind oft schon vorgegeben. Dabei werden Begriffe wie Third Mission, Dissemination Strategies, Impact und im Deutschen die Anwendungsorientierung sowohl in den Anträgen, aber auch in der Universitätspolitik genannt und somit gefordert. Ein Beispiel: an meiner Universität erhalten wir ab Herbst erstmals ein Vizerektorat für Third Mission. Das wird Wirkungen haben. Der Subtext dieser Antragsnotwendigkeiten und neuen Anforderungen ist dabei oft: mit eurer Forschung sollt ihr etwas bewirken, sollt ihr Gesellschaft transformieren. Und es hat auch einen utilitaristischen Aspekt natürlich, ihr sollt nützlich sein. Dabei muss man wahrscheinlich nochmals unterscheiden, ob die Forschung selbst etwas transformieren soll oder ob Policymakern etwas in die Hand gegeben werden soll, damit sie das machen. Es bleibt jedoch in beiden Fällen der vermehrt institutionalisierte universitäre Anspruch und das Erfordernis. Auch die performative Forschung führt die Relevanz der Kommunikation mit der Gesellschaft als ein wesentliches Argument ihrer Daseinsberechtigung. Meine These dabei ist, dass ein Teil eines zeitgenössisch negativen Beigeschmacks der Debatte um Transformation nicht ohne seinen Bezug zur Universitätspolitik und der Drittmittelstrategie zu denken ist. Ich werde das heute in vier Aspekten bearbeiten. In der deutschsprachigen Soziologie, in Deutschland noch viel mehr als in Österreich, und auf Österreichs Tradition werde ich noch mal zu sprechen kommen, in der Tradition Webers ist ein ganz besonders strenges Festhalten an der Wertneutralität zu beobachten. In seinem Plenumsvortrag am DGS-Kongress 2022 hat Boris Traue nicht nur einen dritten Werturteilstreit geortet und ausgerufen, sondern darauf hingewiesen, dass, ich zitiere, in einer Situation, in der die moderne Institution der Grund- und Menschenrechte einerseits globale Verbreitung findet, andererseits auch wieder in reaktionären, oft extrem gewaltsamen Bewegungen zurückgedrängt wird, es eventuell eigenartig ist, die Gefahr primär in einem Überengagement oder Überpositionierung der Soziologie zu sehen. Ein Grund, weshalb wir uns die Frage, und um diese Frage geht es letztendlich, der Positionierung in der qualitativen Forschung stellen müssen, hat auch, hier nochmal Traue, mit den Playern zu tun, die hier mitspielen. Und in seiner Wahrnehmung sind es, ich zitiere, nicht wie meist angenommen zwei Fraktionen, sondern drei, die sich hier gegenüberstellen. Die verhaltenswissenschaftliche, sich dem natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Modell anschmiegende Sociological Science, also die vor allem dem wirtschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Modell anschmiegende, die interpretative Soziologie und die wertende Soziologie, die sich zum Anliegen macht, eben das Verhältnis von Grund- und menschenrechtlichen Wertungen und gemeinsamen Strukturerhalt zu klären. Auch die Entwicklung der Public Sociology jedenfalls geht in diese Richtung und muss hier beachtet werden.
Die dritte Soziologie, und ich glaube, man kann das breiter für Sozialwissenschaft hier stehen lassen, ich zitiere, bei der sich die Forschenden aktiv in den Gegenstandsbereich einbinden oder auch nur eingebunden sehen, steht mit der interpretativen Sozialforschung und Soziologie in einem personellen und methodischen Näheverhältnis. Und ich würde gern zwei weitere Aspekte zu diesen drei Playern hinzufügen. Vielleicht kann man sie sogar auch Player nennen. Ich habe sie heute Rahmenbedingungen genannt. Dieser vierte Player oder die erste Rahmenbedingung habe ich bereits angedeutet und ist ein struktureller. Und ich würde ihn als die Produktionsbedingungen von Wissenschaft betiteln, die nur für eine Minorität mit Entfristung zu tun haben. Für die Mehrheit bedeutet es, das unternehmerische Selbst in der Wissenschaft zu entwickeln und daher systematisch abhängig zu sein, in andere Felder überzugreifen und Impact herzustellen. Carina Altreiter und Stefan Büringer haben am jetzt gerade zu Ende gegangenen ÖGS-Kongress im Juni nicht nur die Transformation zu ihrem Thema gemacht, sondern sprechen im Zuge dieser universitären Produktionsbedingungen von der Verwettbewerblichung als Landnahme im Wissenschaftssystem oder von dem Colonizing Competitization. Es besteht also durchaus die Notwendigkeit, in der Debatte zur Transformation empirischen und qualitativen Forschens auch die Produktionsbedingungen in den Blick zu nehmen. Aber es gibt einen fünften Player. Und dieser ist nun tatsächlich neu und mag zunächst überraschen, vielleicht für manche von Ihnen sogar übertrieben klingen. Es ist der Planet selbst oder eigentlich dessen Grenzen. Was Rockström et al. Als planetarische Grenzen benannt haben, straft jegliche positive Zukunftserzählung der Nachkriegszeit Lügen. Und aus meiner Sicht betrifft das fast jede Subjektkonzeption auch in der interpretativen Forschung, die ja vom intentional handelnden bzw. handlungsfähigen Subjekt ausgeht, das intervenieren kann. Eventuell wäre es auch angebracht, darüber nachzudenken, was passiert, wenn sie das nicht mehr können. Wenn die Zeit ausgeht, was die körperlichen Lebensbedingungen und somit auch die Produktionsbedingungen angeht. Denn, so meine weitere These, dann ist die Frage nach der Transformationsmöglichkeit vielleicht keine Kann-, sondern eine Muss-Bedingung empirischen und heute und hier qualitativen Forschens. Das heißt, in der Bewertung, ob etwas transformatorisch ist, halte ich es für relevant, diese fünf Player oder Aspekte analytisch mitlaufen zu lassen und die Frage nach den Transformationsmöglichkeiten und Notwendigkeiten kritisch und explizit zu schwellen. Dabei spreche ich hier ja auf einem Methodentreffen. Und insofern gilt es auch, die methodischen Bedingungen und Konsequenzen hier zu beleuchten. Und es macht vielleicht auch Sinn, in die Historie zu blicken, und zwar sowohl jetzt meine eigene fürs transformatorische Arbeiten, aber auch in die Geschichte der Soziologie, und diese steht stellvertretend auch für andere Disziplinen. Ich spreche mein aktuelles Projekt jetzt zur Wissenschaftsskepsis am Beispiel der Impfskepsis und des Klimawandels, also der Klimawandel, des Klimawandelskepsis, gemeinsam mit Michaela Pfadenhauer, Arthur Buckenleib und Conny Reiter, wie auch meine Forschung in der Sicherheits- und Fluchtforschung deshalb an, weil ich daran eben mein praktisches Vorgehen gut erläutern kann. Und um das geht es auch. An dieser Stelle möchte ich also mein Tun reflektieren, und mit dieser reflexiven Haltung ergibt sich auch die Notwendigkeit herzuleiten, woher die eigene transformatorische Position eigentlich kommt, was unter Transformation eigentlich verstanden wird. Und ja, das ist wohl die entscheidende Frage, was hat man eigentlich erreicht? Letzteres schützt vor der Überschätzung der eigenen Möglichkeiten oder in den Worten Maria Hoders in ihrem berühmten biografischen Aufsatz, ich habe die Welt nicht verändert. Das kann in den eigenen Ansprüchen durchaus entlastend sein, und ich möchte daher nun meine eigene methodologische Position und die daran anschließende transformativen Potenziale vorstellen. Dazu komme ich auf einen Aspekt aus dem Vortrag von Traue zurück. Positionierung soll hier heißen, dass in Aussagen der Forschung die Subjektivität der Forschenden und die Subjektivität der Beforschten reflektiert werden. Ich gehe auf drei zentrale Hinsichten, so Traue, von Positionierung ein. Das ist Verstehen, Perspektivität und Parteilichkeit.
Dem Verstehen ist in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft und Soziologie ein großer Raum eingegeben und eingeräumt worden. Ich möchte daher die Parteilichkeit und die Perspektivität etwas genauer beleuchten. Perspektivität ist nämlich eine meiner Hauptmotivationen gewesen, mit Vignetten überhaupt zu arbeiten, anzufangen. Vignetten sind kurze Situationsbeschreibungen, die ich in meinem Ansatz in Mehrpersoneninterviews einsetze. Basis dieser Gespräche, in meinem Fall vor allem in heterogenen, konflikthaften Gruppen, sind kurze Situationsbeschreibungen, eben die Vignetten, die die Teilnehmenden vor den Gesprächen gemeinsam lesen und die einen direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Oft sind und waren die Situationen potenziell konflikthaft, wobei dies so definiert wurde, dass sie entweder in der empirischen Erhebung tatsächlich sich als konflikthaft zeigten, diskursiv so gerahmt waren oder aber, dass die Deutung einer Situation unter den beteiligten Akteurinnen so unterschiedlich ist, dass Konfliktpotenzial antizipiert werden muss. Es ging auch um Situationen, die polarisieren könnten. Und für die Beschreibung solcher Situationen verwende ich aber nicht erratische Geschichten, sondern konstruiere typische Situationen auf der Basis zuvor durchgeführter Erhebungen und Analysen. Das bedeutet, dass in diesen konkreten, kurzen Situationen Multiperspektivität eingebaut ist, weil wir vorab Erhebungen mit unterschiedlichen Akteurinnen in deren soziomateriellen Kontexten vorgenommen haben. Die Typisierung dieser Situationsbeschreibung basiert auf typischen Elementen, etwa typischen Gruppen, typischen Artefakten, typischen Interaktionen, die jeweils in der Vignette vorkommen müssen. Das hat zunächst einmal nichts damit zu tun, einen transformatorischen Anspruch zu haben. Es ist aber mein Ausgangspunkt, über den ich zu experimenteller Sozialforschung gekommen bin. Und ich habe solche experimentelle Sozialforschung in der stationären Langzeitpflege mit Demenzkranken, in der Schubhaft. Schubhaft ist das österreichische Wort für die Haft von Asylwerberinnen vor deren Abschiebung. Und im öffentlichen Raum gemacht, dort, wo Konflikte auftreten, die Aneignungskonflikte sind, also etwa zwischen Suchtkranken und Anrainerinnen. Ja, ich sage experimentelle Sozialforschung und damit meine ich weniger Experimente im verhaltensökonomischen Sinne, wie sie jetzt durch die Verhaltensökonomie Aufschwung erlebt haben und die Traue eben als einen der drei Player in Form der Sociological Science benannt hat. Tatsächlich hat an meiner Universität genau jene methodische Schule, die Experimente, sehr viel Gewicht gerahmt durch die Ökonometrie. In diesem Umfeld stehe ich also auch als qualitative Forscherin. Mit Experimenten beziehe ich mich aber mehr auf das Verständnis von Angelika Boferl, bezogen hier allgemein auf die Soziologie, nämlich experimentelle als plurale und originelle und projektive Soziologie, und hier kann man Sozialwissenschaft einsetzen. Plural meint hier, ich zitiere Boferl, ihre eigene Reichhaltigkeit entsprechend experimentierfreudig und fantasievoll, eine pragmatisch inspirierte Soziologie, den sozialen Welten, Handlungs- und Strukturproblemen zugewandt, eine säkularisierte, die auf Überdetermination und Ergebenheit vor theoretischen wie methodischen Dogmen zugunsten ungewohnter Wege und Spurensuche verzichtet und eben eine, ich zitiere wieder, projektive, die sich mit Distanz und Leidenschaft in das Spiel der Gesellschaft, in die politischen Entwürfe und Gestaltungsformen einschaltet. Das fasst meine Arbeit in den polizeilichen Schubhaftzentren ziemlich gut zusammen. Wir waren empirisch dort, leidenschaftlich ob des Unrechts natürlich und verwundert, dass wir kleine Änderungen bewirken konnten, aber dazu später. Ich möchte noch kurz bei der Positionierung bleiben, die eigene sowie die der Forschungssubjekte natürlich mit einschließt. Traue hat hier die Perspektivität als wichtiges Element für die Positionierung eingefügt. Wenn ich von multiperspektivischen Vignetten spreche, hier ist eine aus dem Schubhaftzentrum, dann meine ich genau die Verantwortung qualitativ Forschender, verschiedene Perspektiven auf und aus einem Forschungsfeld explizit zu machen. Da ich bei meinen Vignetten oftmals Situationen darstellen möchte, die aus Konfliktkonstellationen entstehen, bedeutet dies auch, Perspektiven aus unterschiedlichen Machtpositionen heraus verfügbar zu machen. Und diese Vignetten sind einfach, aber sie sind konstruiert auf zuvor basierter Forschung, hier ein paar dieser Konstruktionselemente.
Dabei ist mir die Darstellung der Machtsituation selbst das Relevante und somit auch etwa die Sicht der Polizistinnen auf die Schubhaft, also der Haft von Asylwerberinnen vor deren Abschiebung. Indem ich diese Positionen zusammentrage und die Situationsbeschreibungen konstruiere, die auf diese vielen Perspektiven zugreifen, sie dann in typischen Gruppen oftmals in den jeweiligen Sozialräumen, also etwa in der Haft, durchspiele, möchte ich mich einmischen, aber nicht im Sinne des sicheren Wissens um die Richtung, die eine Situation nehmen kann. Die Mehrpersoneninterviews, das ist mir wichtig zu betonen, waren zunächst überhaupt nicht als transformatorisches Tool geplant und eingesetzt, sondern tatsächlich ein reines Erhebungsinstrument, das eben Räume, Orte, Artefakte und Situationen verbindet und im Zuge einer sehr langen Ethnographie ein Tool war. Es ist ein empirisches Ergebnis, dass die Akteurinnen in unseren Erhebungen sich selbst als verändert wahrnehmen oder mit erweiterter Perspektive auf die Situation blickten, zu denen wir sie in diesen heterogenen Gruppen befragten. Und dabei ging es auch darum, die problematisierte Situation gemeinsam zu Ende zu erzählen. Und erst in der Analyse fiel uns auf, dass die Positionierung in den Räumen und gegenüber den Situationen und den Artefakten einen entscheidenden Beitrag dazu lieferte, dass dem überhaupt so war. Und dabei überraschte uns die Kleinheit der Veränderung, sei es das gemeinsame Zusammensitzen von Beamtinnen und Häftlingen als Expertinnen des Haftvollzugs in unseren Studien zur Schubhaft, das gemeinsame Stehen und Lachen am Buffet zwischen Impfskeptischen und Impfbefürworterinnen, also ein Gesamtarrangement, das sich jüngst in Anschluss an Manfred Luegers und Uli Froschauers Artefaktarrangement als Sinnesarrangement in die Debatte eingeführt habe. Wir haben die Forschungspartnerinnen aus ihren erwarteten Rollen und Positionen herausgeholt und ihnen eine gleichberechtigte Stimme gegeben. Die Forschungssituation ist ein situatives Tool hier qualitativer Datenproduktion. Das Zusammensetzen von einem im Polarisierungsdiskurs opponierenden Gruppen ist per se ein Bruch dieser diskursiven Figur. Dabei werden natürlich zwei Situationen wirksam, nämlich einmal die Situation im Forschungsfeld und einmal die Situation der Datenproduktion. Was ermöglicht nun diese Situation? Die Tatsache, dass in einem Projekt Schubhäftlinge, Beamtinnen, Forscherinnen, Sozialarbeiterinnen, wir als interpretative Forscherinnen, Dolmetscherinnen und im anderen Projekt Mathematikerinnen, Impfskeptikerinnen, Wissenschaftlerinnen und wir wieder als interpretative Forscherinnen an einem Tisch gebracht werden können, schafft eine Forschungssituation, die der lebensweltlichen Erfahrung und oftmals einer hierarchisch-diskursiven Struktur, wie sie von den Personen üblicherweise erfahren wird und erlebt wird, diametral entgegengesetzt ist. Vielleicht kann man sich Butler anschließen, indem man betont, it enacts what it seeks to show and it enacts what it seeks to resist. Transformativ, und jetzt komme ich zu meiner Definition, bedeutet in diesem Zusammenhang also etwas, was Routledge und Derrickson Situated Solidarities und Kashnabish and Haven Moments of Possibilities genannt haben. Ich möchte das Zitat gerne mit Ihnen gemeinsam lesen. Beyond the mobilization of knowledge and the generation of specific resources, Sie können es hier mitlesen, new spaces of encounter can utilize research methods and relational ethics of struggle to resource the practice of prefiguration, bringing the desired future into being by creating something that would not otherwise exist and generating moments of possibility for the nurturing of solidarity. Es ist das methodische Tun, das dies ermöglicht. Solidarität bringt sich zum zweiten Aspekt, nämlich jenen der Parteilichkeit. Auf die zwei Forschungsprojekte bezogen, von denen ich bisher gesprochen habe, möchte ich, dass sich die Situation der Geflüchteten ändert? Möchte ich, dass Spaltungen, und seien sie auch nur diskursiv, durch die Dichotomisierung zwischen impfskeptischen und affinen Menschen enden? Bei beiden lautet die Antwort natürlich ja. Traue hat darauf hingewiesen, dass Parteilichkeit, ich zitiere wieder, im Wesentlichen zu einer Parteilichkeit für Grund- und Menschenrechte in unterschiedlichen Erfahrungs- und Handlungsbereichen geworden ist, wobei hier das Wort Parteilichkeit nicht so recht zu greifen scheint.
Denn ist die Orientierung an der modernen Institution der Menschenwürde parteilich, was wäre dann eigentlich die andere Partei? Das trifft es sehr genau. In jenen Projekten, in denen es um Menschenwürde ging, ist die Grundfrage jeglicher transformatorischer Forschung, nämlich Transformation wohin eigentlich, einfach zu beantworten. Die Haftbedingungen, etwa der Informationsstand bezüglich des Asylwerberstatus und so weiter und so fort. Bei unserem Projekt zu den Impfskeptikerinnen ist es schon schwieriger. Können wir nun postpandemisch sagen, dass die Epistemologie der Modellrechnerinnen immer richtig war? Auch waren, das haben Michaela Pfadenhauer und ich gezeigt, unsere impfskeptischen Personen nicht wissenschaftsskeptisch, sondern maßnahmenskeptisch. Die Lage war insgesamt unübersichtlich und hier kommt man ziemlich schnell in unklares Terrain. Es ist meines Wissens oder meines Erachtens also wichtig, die Frage nach dem Wohin der Transformation sehr genau und fallspezifisch zu analysieren. Wenn wir planen, Maßnahmengegnerinnen, Modelliererinnen und uns als interpretative Forscherinnen zusammenzusetzen, dann ist die Frage Who's right and who's wrong nicht so leicht zu beantworten. Wohin soll die Transformation gehen? Warum also auch in diesem Fall weiter experimentieren? Lassen Sie mich das gerade für jene Personen ausführen, mit denen wir in unserer Forschungsgruppe, und dieses Bekenntnis gehört natürlich jetzt auch zur Reflexion der eigenen Positionalität, nicht immer Empathie fühlen konnten. Bei der Einführung der dritten Impfung und der Impfpflicht in Österreich im Frühjahr 2022 für alle spricht eine unserer Interviewpartnerinnen von einer für sie wahrgenommenen Aufforderung nach Gehorsam und einem Gefühl, dass sich impfen lassen und du bist drinnen und sonst bist du draußen. Dabei spricht sie davon, dass sie ein großes Unbehagen fühlt, wenn der Staat sagt, dass das Wohl des Individuums zählt weniger als das Wohl der Gemeinschaft. Da geht bei mir der Alarm los. Im Laufe der Pandemie entfernt sich eine andere Interviewpartnerin, die im Kunstbereich tätig ist, von den bis dahin rezipierten Tageszeitungen, deren Berichterstattung nicht mit dem von ihr recherchierten Wissen vereinbar ist. Stattdessen beginnt sie nun auch politisch weit rechtsstehende Medien zu rezipieren und kommt über diese zum Schluss, dass der herkömmlichen institutionalisierten Wissenschaft nicht mehr zu trauen sei. Relevant ist das deshalb heute und für den heutigen Kontext, weil die Maßnahmenskepsis einen prospektiven Charakter hat. Die Zeit der Pandemie ist meines Erachtens nur ein Präludium und nicht einmal das lauteste für die Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, wenn es um den Klimawandel geht. Aber wenn Wissenschaft und Demokratie nicht vertraut wird, sobald die Maßnahmen die eigene Lebenswelt betreffen, dann wird es schwierig. Die in diesem Zusammenhang geplante transformative Forschung will genau das leisten, wofür Dörre plädiert. Und ich zitiere, Experimentierfreudigkeit mit wissenschaftlicher Expertise zu verbinden, um denen, die sonst unsichtbar bleiben, eine Stimme zu geben, ist das Mindeste, was eine öffentliche Soziologie der Nachhaltigkeit zu leisten hat. Stimme geben heißt nicht immer einverstanden zu sein, aber Multiperspektivität erfahrbar zu machen. Die kommende Nationalratswahl in Österreich sieht die Freiheitliche Partei Österreichs mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an erster Stelle, jedenfalls in Regierungsrelevanz. Eine Partei, für die die Kommentatoren einhellig Parallelen zur deutschen AfD sehen, aber uneinig sind, ob die FPÖ durch ihre organisationale und institutionelle Verankerung genau dort oder noch weiter rechts steht. Und diese Partei hat die reale Chance auf die Nummer 1. Und diese Partei trifft auf das schlummernde Potenzial einer Institutionenverdrossenheit, gekränkt würden Amlinger und Nachtwey sagen, und bereit, nach noch weiter rechts zu gehen. Die von Amlinger und Nachtwey beschriebenen Gekränkten sind aber unseren Daten nach nicht in der Essenz gekränkt. Sie sind es immer wieder, situational, je nachdem, wie aufgeheizt sie diskursive Muster treffen. Und auch das haben unsere Daten gezeigt, indem wir Entscheidungsbiografien rekonstruiert haben, also die Biografie der Entscheidung. Unsere Impfgegnerinnen, die sich rechten Diskursmustern zugetan fühlen, schwanken in ihren Einstellungen. Wenn man sich den fallspezifischen Verlauf ansieht, dann wird es deutlich, dass es in ihren Lebenswelten zu situativen Entscheidungsnotwendigkeiten kommt, die diskursiv gerahmt sind. Die werden aber dort drängend
wo die situative, das heißt in der und durch die Interaktion mit anderen entstehende Notwendigkeit der Positionierung auftritt. Etwa wenn das künstlerische Umfeld zur Teilhabe der Impfung auffordert und sagt, sonst kannst du nicht mehr mitspielen in dem Stück. Die Maßnahmengegnerinnen sind sich sehr bewusst über die Labels, die ihnen zugeschrieben werden, etwa Covidioten und Fake-News-Leserinnen. Sie stellen sich explizit gegen diese Adressierungen. Hier qualitative Methoden zur Verfügung zu stellen, die Dialog vielleicht doch ermöglichen, es zumindest aber probieren, das halte ich für etwas, was Conti Intellectual Activism genannt hat, 2018. Erlauben Sie mir jetzt den Wechsel zur performativen Sozialforschung, eine Richtung, die eben auch die Kommunikation mit der Gesellschaft sucht und die einen starken Bezug zur Arts-Based Research hat, deren zentrales Anliegen die Kommunikation ist und oftmals auch darin, empirisch-qualitatives Wissen sinnlich erfahrbar zu machen. Sei es in der Ausstellungsproduktion, Günter May, im Erstellen von Comics, Ursula Offenberger, oder in meinem Fall eben dem Produzieren von Filmen. Und ich habe einige nicht genannt jetzt. Performative Sozialforschung setzt an der Verkörperlichung an und an der Materialität soziologischer Datenproduktion, Datenanalysen und auch Ausdrucksformen. Macht man aus einem soziologischen Problem oder einer Analyse einen Film, eine Ausstellung oder ein Musikstück, so löst man soziologische Praxis und Kommunikation aus dem rein logozentrischen Gefüge. Nicht, dass das völlig neu wäre. Materialanalysen wie die Artefaktanalyse oder die Körperlichkeit der ethnografischen Teilhabe an Lebenswelten sind natürlich ein Teil dieses soziologischen Tuns und teils entgegen der Reklamation durch verschiedene Turns nicht gänzlich neu, jedenfalls aber in der interpretativen Theorie angelegt. Wenn Trauer ein Näheverhältnis zwischen den interpretativ Arbeitenden und den wertenden Soziologen ausmacht, dann muss man auch ein Näheverhältnis zwischen den interpretativ Arbeitenden und den performativ Arbeitenden konstatieren. Das ist spannend und benötigt wahrscheinlich Dialog. Dort, wo performative Wissenschaft meines Erachtens tatsächlich ein neues Feld markiert, ist die Darstellung der wissenschaftlichen Analysen bzw. das Ansinnen, die Sinneslosigkeit im wissenschaftlichen Diskurs und in der Theoriebildung zu adressieren und gleichzeitig ein breiteres innerwissenschaftliches und außerwissenschaftliches Publikum mitzunehmen. Dabei muss die performative Sozialforschung ebenfalls aufpassen, nicht ein Einfallstor für eine rein anwendungsorientierte und allenfalls auch dem Zeitgeist entsprechende Soziologie zu werden oder Sozialwissenschaft zu werden und Forschungsrichtung zu werden, die weniger Grundlagen als lösungs- und beratungsorientiert ist. Und dann bemessen wird nach dem, was in der dritten Mission, in der Third Mission eben erreicht wurde. Hier dann nicht in der Quantifizierung von Impact Factors, sondern in der Quantifizierung von Medienberichten darüber. Ich plädiere dafür, eher die performative Sozialforschung methodologisch zu argumentieren. Das heißt, in soziologischen Analysen nicht nur mittels künstlerischer Aufbereitungen zu argumentieren, sondern soziologische Analysen aus der jeweils gewählten und zur Forschungsfrage passenden künstlerischen Ausdrucksform heraus zu produzieren und zu theoretisieren. Performative Sozialforschung, die etwa audiovisuell agiert, also Filme produziert, behauptet also, elusive knowledges, also flüchtiges Wissen, in der soziologischen Forschung nicht nur analytisch fassbar zu machen, wie oben bereits an der Ethnographie kurz angedeutet, sondern solches Wissen auch selbst zu produzieren und zu behaupten, dass es in der Darstellung und Erfassung einer sozialen, das heißt multimodalen Wirklichkeit näher kommt. Wenn Günter May von performativer Sozialwissenschaft spricht, in der die, Sie können hier mitlesen, Ereignishaftigkeit, Prozessualität sowie die Performativität sozialer Praxis als ein eigenes, an künstlerischen Verfahren orientiertes Forschungsparadigma herausgebildet wird, dann möchte ich diese Sichtweise noch ergänzen, und zwar um das Erlebnis- und Erfahrungspotenzial von Sinnesarrangements. Und das ist jetzt eine Anschlussstelle an die vorher erwähnten Moments of Possibility. Also jenen Räumen, die man methodisch herstellt, um durch die Sichtbarmachung und das Erleben verschiedener Perspektiven Transformation zu ermöglichen.
In meiner Arbeit mit Film habe ich ein solches Arrangement im Filmelement Restaging a Life Event, also ein Lebensevent noch einmal nachspielen, wobei Restaging nicht eins zu eins zu übersetzen ist. Als ich die Protagonistinnen meiner filmischen Arbeiten zu Erfahrungen von sexueller Identität vor 1968 zu wichtigen Ereignissen in ihrem Leben zurückgehen ließ und diesen Prozess filmisch begleitete. Hazard und Kolleginnen haben für filmische Forschung in Anlehnung an Goffman vorgeschlagen, zwischen dem dramaturgischen, dem phänomenologischen, dem semiotischen und dem narrativen Körper zu unterscheiden. Und für unsere methodische Diskussion über Film als performative Methode ist das Konzept des dramaturgischen Körpers hilfreich. Der dramaturgische Körper ist nämlich kein passiver Körper, in der ein sozialwissenschaftlicher Film beobachtet oder eine Analyse beobachtet werden kann, also eine einfache Abbildungsanalogie, sondern er ist selbst embedded in social practices. Sozialwissenschaftliche Filme können als eine Möglichkeit verstanden werden, die soziale Welt zu rekonstruieren und zu zeigen. Strecks Analogie zwischen Looking and Seeing and Pointing and Showing, mit dem auch Bina Mohn in der Kameraethnographie arbeitet, ist hier vielleicht hilfreich. Lassen Sie uns das am Beispiel von Friedemann, einem der Protagonistinnen, veranschaulichen. Friedemann ist einer der letzten Männer, die in den Anfang der 70er Jahre unter dem Totalverbot der Homosexualität verurteilt worden ist, nämlich zu schweren Kerker und Wasser und Brot. Wir sehen hier ein Standbild aus dem Film. Friedemann steht hinter einem Zaun auf dem Gefängnisgelände, in dem er inhaftiert war. Während der Dreharbeiten sagt Friedemann, wir sollten die Kamera zuerst auf den Zaun und später auf die weiteren Felder um den Zaun und das Gefängnis herum richten. Pointing. Wir haben zuerst nicht gesehen, was er meinte, beziehungsweise was er gesehen hat. Seeing. Aber dann meinte Friedemann, oh, ihr müsst zugeben, von hier aus gesehen ist es schön. So empfinde ich es heute. Die Kamera als methodisches Werkzeug wird also benutzt, um sowohl nach innen auf das Gefängnis als auch nach außen auf die Felder dahinter zu schauen. Looking. Während Friedemann uns einlädt, die Welt aus seiner Perspektive zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zu sehen. Seeing. Das Filmen wird also, und hier ist das Zitat, a part of the unfolding of the world, not a descriptive act that records, but a generative act that produces actualities in the making. Der Betrachter kann buchstäblich sehen, dass er sozusagen einen neuen Blickwinkel, Kamerablickwinkel, auf sein Leben gefunden hat. So wie er auf die Felder zeigt, so schwenkt die Kamera in die gleiche Richtung. Friedemann lädt uns ein, zu sehen, wie es war, als schwuler Mann hinter einem Zaun festgehalten zu werden und auf die relative Schönheit dahinter zu blicken. Er zeigt, showing, uns, wie es war, zu einer anderen Zeit in der Geschichte schwul zu sein, indem er die Szenen aus dem Hier und Jetzt betrachtet. Und wir zeigen es, showing, in den Filmen. So gesehen kann die Kamera, die bei der Produktion eines sozialwissenschaftlichen Films eingesetzt wird, eine wesentliche Rolle bei der sozialwissenschaftlichen Arbeit spielen. Wie Sandercock und Attlee schlussfolgen, produziert der Akt des Filmemachens theoretisch gesehen nicht nur ein visuelles Produkt, also ein Film im Sinne eines Produkts, auch in einer Third Mission, but also the space in which this interaction can take place. Und dieses letzte Argument halte ich für eines der zentralen. Räume für Veränderung zu eröffnen, ohne Richtungen vorab zu kennen. Transformation andenken, aber nicht aus einer superioren Position. Natürlich ist das feministische Konzept der Situated Knowledges hier ein früher Wegweiser. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Möglichkeit der Wertfreiheit von Forschung wird immer wieder aufs Neue gestellt werden. Das ist vermutlich eine der Kontroversen, die nie abschließend geführt werden wird. Diese Rolle der Sozialwissenschaften und der anzustrebende Wirkungskreis ihrer Ergebnisse wird gegenwärtig durch eine Reihe sozialwissenschaftlicher und methodischer Strömungen adressiert.
ganz zuvorderst das Erstarken der partizipativen Forschung, jüngst die performative Forschung, aber vor allem auch die im angloamerikanischen Raum geführte Debatte zu Intellectual Activism. Mit diesem angesichts der Krise des Neoliberalismus entwickelten Konzept fordert Alessia Condu, dass die Arbeit von Wissenschaftlerinnen an ihrem Potenzial für soziale Gerechtigkeit gemessen werden sollte. Der von Condu formulierte Anspruch der Gerechtigkeit ist schwer zu messen und eventuell auch zu hoch. Die Vignettenmethode hebt auf die Frage ab, ob sich intersubjektiv nachvollziehbar belegen lässt, dass Transformation durch ein Forschungsprojekt in Gang gesetzt werden kann, und sei sie noch so klein, nämlich situativ. In Anlehnung an Routledge und Derrickson kann man diesen Standpunkt als Bereitschaft zum Aufspüren von Moments of Possibilities im Prozess des Generieren wissenschaftlichen Wissens pointieren. Routledge und Derrickson beschreiben hier etwas, was Bofall vielleicht mit den Kategorien gemeint haben könnten, vor allem jenen der Projektivität. Und ich würde Prospektivität, also die Dimension des in die Zukunft Denkens, ergänzen, denn es geht darum, auf methodische Weise Räume zu eröffnen. Aber auch der Blick in die Vergangenheit war für meine Forschung und die Bewertung und Analyse immer relevant. Der Zugang zu Schubhaft, also der Haft von Asylwerberinnen vor deren Deportation, wäre ohne eine Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres nicht realisierbar gewesen. Es war ein Drittmittelprojekt. Als Herbert Kickl von der FPÖ Innenminister wurde, und er ist jetzt Spitzenkandidat und nennt sich Volkskanzler, das ist nicht mehr verklausuliert, das ist ein direktes Hitler-Zitat, als er Innenminister wurde, gab es viele Krisensitzungen im Team. Geht das noch? Darf man das? Das ist, so ehrlich muss man sein, ein Drahtseilakt. Ein Blick in die Geschichte hilft vielleicht, denn es geht um die Frage, hinschauen oder wegschauen. Eine in keiner Weise transformatorischen wirkende Sozialforschung ist für das Dritte Reich konstatiert. Christian Fleck hat für Österreich konstatiert, dass 1938 bis 1945 von nicht verfolgten Kolleginnen, ich zitiere, keine Texte erschienen sind, die als soziologisch relevant gekennzeichnet wurden und bedeutend genug waren, späterhin erinnert zu werden. Dieses Wegschauen der Soziologinnen und Soziologen wurde lange Zeit nicht aufgearbeitet, das ist aus meiner Sicht erledigt oder mindestens angegangen worden. Für unsere Forschung möchte ich dazu festhalten, weltweit waren es zu dem Zeitpunkt unserer Ethnographie 5 bis 6 Forschungsgruppen, die in Immigration Removal Detention Centers gearbeitet haben. Wir waren eine davon. Man kann in der Geschichte vielleicht noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen und dann nach Wien. Für Wien ist rund um die Lebensreformbewegung, die eine veränderte Gesellschaft, vor allem auch Pädagogik und Familienarbeit zum Ziel hatte, eine enge Verbindung mit der empirischen Sozialforschung auszumachen. Vor allem Maria Hoders sozialistische Arbeit für die Armen. Und das nicht, über das nicht nur empirische Denken schreibt sie selbst, ich gebe das wieder hierher, ich habe das Glück gehabt, zu einer Hochzeit der österreichischen Sozialdemokratie aufzuwachsen. Wir haben Illusionen gehabt, aber sie waren großartige Illusionen, die einen Wertebegriff vermittelt haben. Diese Werte sind mir heute noch so eigen wie damals. Der Film würde vielleicht heute, Mitte der 80er Jahre, würde vielleicht als performative Sozialforschung gelten. Sie hat ihn selber dann ja auch noch kommentiert. Für diesen Vortrag habe ich unterschiedliche Texte von Yehuda noch einmal gelesen, um zu schauen, ob sie irgendwo explizit Stellung zur Werturteilsfrage nimmt. Meinrad Ziegler meinte ebenfalls, dass es eigentlich eher nur implizite Stellungnahmen gibt. Maria Hoder, so Ziegler, selbst hat ihr politisches Engagement stets mit der Wahl ihrer Forschungsgegenstände in Verbindung gebracht. Es ist dabei wichtig und dabei um aktuell drängende Probleme in jenen Gesellschaften gegangen, in denen sie gelebt hat und wissenschaftlich gearbeitet hat. Sie hat in diesem Zusammenhang von lebensnaher Forschung gesprochen, die ihre Themen nicht von abstrakten, theoretischen Diskursen ableitet. Lebensnahe Forschung ist ein Begriff, den man vielleicht neu verwenden könnte oder sich anschauen könnte. Ich möchte zum Ende kommen. Was ich versucht habe in den letzten 40 Minuten, ist auch Aspekte aus dem angloamerikanischen Raum einzubringen,
allen voran den Intellectual Activism, der sich eben über diese Moments of Possibility vor allem auch strukturiert. Ich halte die Prospektivität für einen ganz wichtigen Punkt, wach zu sein, zu schauen, was passieren könnte auch, aber bitte nicht verwechseln mit einer naiven Zukunftsforschung. Für mich persönlich war auch der rekonstruktive Wert von Transformation immer relevant. Transformation hat sich empirisch ergeben. Ein Punkt von mir, habe ich dargelegt bei der Arbeit mit den Filmen, mit den Arbeiten, mit den Vignetten, war es für mich vor allem die Forschung rund um die Subjektivierungsweisen und deren Situativheit und deren Relationalität in Situationen, was hier auch ein rekonstruktiver Wert war. Und last but not least halte ich es auch für relevant, die Transformation des Rahmens, also all das, was um uns passiert, in dem interpretative und qualitative Forschung passiert, mit einzupreisen und da auch zu verstehen, dass manche Änderungen auch mit der Änderung des Rahmens zu tun haben. Ich lasse das mal so stehen und freue mich über eine Diskussion. Vielen Dank. So, vielen Dank, Katharina Mikuszewczyk. Nicht nur vorbildlich, was die abgesprochene Zeit anging, sondern auch vorbildlich, was die unterschiedliche Kartierung anging. Da wir ja schon häufiger diskutiert haben, machen wir das jetzt gerade nicht, sondern es sind Personen mit Mikros. Ich schaue gerade hier vorne, oben, und gibt es ein drittes? Nee, es sind nur zwei. Bitte Handzeichen und dann... Katharina, vielen Dank für diesen wirklich schönen Vortrag. Was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, du hast... Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Okay, was mich immer ein bisschen umtreibt, immer noch, du hast ja für Transformation geworben. Als sei Transformation erstmal ein Wert für sich. Und ich frage mich, ist er das? Woher erkenne ich, dass ich quasi an der richtigen Transformation beteiligt bin und nicht an der Transformation einer Demokratie in eine Diktatur, jetzt im großen Rahmen. Es gibt ja, ja, also nur zu sagen, die qualitative Sozialforschung soll sich bereit machen, auch an dieser Transformation mitzuarbeiten, muss ja auch irgendwie eine Reflexion haben, nicht nur, dass man das tut, sondern wie kann man Werte einziehen, an welche man da mitarbeitet. Und ist man da nicht irgendwo ganz anders? Was war die letzte Frage? Ist man da nicht irgendwo ganz anders? Mhm. Ist man dann noch in der qualitativen Sozialforschung oder in dem politischen Diskurs? Ja, danke. Das ist natürlich die entscheidende und relevante Frage. Und wir haben ja auch im Bereich des Vignettenbuchs schon darüber diskutiert. Ja, also natürlich muss man sich fragen, woher die Transformation und wohin. Und deswegen war mir wichtig, dieses Impfskepsis Projekt auch einzuführen, weil da die Transformation wohin auch in dem Projekt nicht mehr klar ist. Ja? Es ist immer dort einfach, wo es um Menschenrechte geht. Und dann muss man fragen, was sind sozusagen die Positionen, für die ich stehe und stehen will. Eine methodologische und eine politischere Antwort. Die methodologische, es geht hier im Grunde auch um den Subjektbegriff. Und der Subjektbegriff, mit dem wir arbeiten, ist natürlich einer durch die Aufklärung, das Subjekt, das intervenieren kann, hinein intervenieren kann und das ja durch die Subjektivierungsforschung momentan ausdifferenziert wird. Boris Traue, aber auch der leider verstorbene Sascha Bosanczyk waren ja hier ganz führend. Und ich denke, dass es aber auch in dem, was unter Subjekt und Subjektivität diskutiert werden muss, hier weitere Klarstellungen geben muss. Der politischere ist die Frage, was wäre denn eigentlich die Alternative? Und das habe ich gemeint mit dem Rahmen. Ist es politisch? Manches ist politisch, wenn es politisch wirksam wird. Und auch da ist das Problem, Jo, wenn wir darüber reden, warte mal, ich gehe mal ganz kurz da nach hinten, noch so ein paar Sicherheitsfolien. Wann wird es wirksam für meine Welt auch? Nehmen wir, also das war jetzt der Artikel,
der erfolgreich war, und der Film, der im Übrigen 2014, was die Kommunikation damals im ORF war, ist der erfolgreichste Dokumentarfilm in terms of Quote. Der Film ist schon auf einer Zensurliste in Ungarn, ja, und darf nicht mehr gezeigt werden. Das heißt, was ich sagen wollte, ist, wie die Rahmen enger werden. Und die Frage ist, wo sozusagen sind die Grenzen und wann muss man aufstehen? Deswegen mein Bezug auch zu den Zeiten, wo man das auch nicht getan hat. Ja? Also man hat über das Dritte Reich gefragt, warum hat man so wenig geforscht? Und jetzt muss man sich fragen, was tut man jetzt? Die dritte Antwort, die ich dir geben muss, ist, für mich war immer der rekonstruktive Wert der Zentrale. Also wenn ich sozusagen vorgestellt werde vom Günther, das Transformation, meine Hauptforschung ist, das ist so geworden. Aber für mich war es zunächst einmal ein empirisch spannendes Ergebnis, dass Menschen in Artefaktarrangements, würde ich es nennen, sich verändert fühlen und verschiedene Sichtweisen sozusagen entwickeln können. Okay. Ja, danke Katharina für den interessanten Vortrag. Ich kann dir in ganz vielen Punkten folgen und ich finde das mehr als zeitgemäß, dass du auch die planetarischen Grenzen und die Produktionsbedingungen der Wissenschaft hier ansprichst. Das, denke ich, spricht vielen von uns sehr aus dem Herzen, die sich versuchen zu positionieren durch eine qualitative Forschung, nicht weil sie denken, das ist cool oder hip oder so, sondern weil sie denken, wir haben es mit ernsthaften Problemen zu tun, für die wir Lösungen brauchen. Und da wissen ja die wenigsten genau, wie die Lösung aussehen können, aber wir suchen danach. In der partizipativen Forschung machen wir das vor allem durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit benachteiligten Gruppen. Also da quasi ist der Weg hin zu einer Veränderung, die wir anstreben, über auch eine Beteiligung von Akteuren an Forschungsprozessen, über das Teilen von epistemischer Hoheit. Ja. Mhm. Und gleichzeitig gibt es da auch Grenzen. Das geht nicht mit allen Gruppen, das kann man nicht mit allen Gruppen machen, sondern nur mit solchen, die sich bestimmten Grundwerten der Demokratie, der Menschenrechte, der Diversität auch verpflichtet sehen. Was mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, ist, wie du in der transformatorischen Forschung eigentlich Transformation erreichen möchtest. Also wie soll Transformation da gelingen? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, das ist sozusagen das Entscheidende. Und hier kommen ein paar Punkte zusammen. Es muss sich ja auch jemand transformieren wollen. Ich gehe nicht superior hin und sage, es wäre schön, wenn wir transformieren. Und zu dem Projekt, wo wir dich ja auch damals nach Wien eingeladen haben, das war ja tatsächlich auch etwas, wo eine machtvolle Organisation einmal gesagt hat, wir öffnen unsere Türen und wir würden gern wissen, was wir tun und wo Sichtweisen anders sind auf eine gewisse Positionierung. Und das Transformieren, wie, war ja etwas, was wir zunächst einmal, darf man nicht vergessen, wir waren ja ethnografisch 1,5 Jahre in den Schubhaftzentren. Es war eine rein ethnografische Studie, bevor wir überhaupt zur Transformation gekommen sind. Und das hat damit zu tun, dass wir rekonstruiert haben, dass Schubhäftlinge und die Beamtinnen in manchen Punkten des Haftvollzugs gemeinsame Interessen hatten und Interesse hatten daran, gemeinsam in Dialog zu kommen. Und dieses Wie war dann, diese Geschichten nachzuerzählen und zu erzählen und durchzuspielen und zu schauen, in welche Richtung entwickelt sich das. Das, was ja ich damals schon gesagt habe, und das sehe ich auch heute noch so, wo es eine gewisse Unterscheidung zur partizipativen Forschung gibt, ist also wirklich diese Wort und Sprache den marginalisierten Gruppen geben. Das ist mein ganz gleiches Interesse, das teile ich. Aber in dem Hinsicht auch mächtige Positionen einzuladen, deren Perspektive zu schauen und Räume aus einer relativ machtvollen Position, Räume zu eröffnen, in deren Kommunikation passiert. Und Erfahrungsräume, Erfahrungen. Wenn ich nochmal darf, wenn kein anderer. Ja, ich kann sonst auch. Ich weiß nicht, was du möchtest. Na, ich wollte jetzt doch ein bisschen widersprechen. Diese, insbesondere wenn der Planet so als Bezugsgröße herangezogen wird, und da schwingt ja so vieles mit, nämlich dass es so etwas wie eine ganz absolute Wahrheit gibt, nämlich dass wir alle gerade mit dem Planeten untergehen und dass wir dann alles tun müssen, um dies zu verhindern.
bin ich sofort dabei als politischer Mensch. Ich würde aber dafür plädieren, dass wir in der Wissenschaft durchaus auch Arbeitsteilung haben, auch zwischen Wissenschaft und Politik und auch innerhalb der Wissenschaften. Und selbst wenn wir noch so gewiss sind, dass die Erde untergeht und dass wir alles dafür tun müssen, das zu verhindern, ist das natürlich erstmal nur eine gesellschaftliche und kommunikative Konstruktion. Und unser Job ist, Zweifel zu sehen, weil es in allen Jahrhunderten gab es solche selbstverständlichen Konstruktionen, an die wir geglaubt haben, die wir genutzt haben, Hexen zu verbrennen oder andere Menschen zu töten oder der Umwelt vieles anzutun. Unser Job ist, Zweifel zu sehen und nicht daran mitzuarbeiten, nach meiner Meinung, an bestimmten Konstruktionen, von denen wir wissen als Wissenssoziologen, dass es Konstruktionen sind. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtiger und würde, bevor ich mich an Transformationen beteilige, durchaus mir darüber klar werden, was ich da tue. Also ich kann sehr wohl Zweifel sehen und sagen, das ist eine Konstruktion und kann als politischer Mensch sehr wohl dann aktiv werden. Aber ich sollte die beiden Rollen gefälligst auseinanderhalten. Mhm. Ich kann vieles als politischer Mensch tun, was unvernünftig ist oder unwissenschaftlich, weil ich eine politische Meinung habe. Aber mein Job als Wissenschaftler ist erstmal mir das anzusehen, was machen die da gerade, aus welchen Gründen? Es gibt für viele Menschen auf dieser Erde andere Probleme, nämlich wirtschaftliche Notlagen, die viel drängender sind. Und also es gibt viele Gruppen, die ganz andere Konstruktionen davon haben, was zurzeit das große Problem ist. Und daher wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also die Rollentrennung, die würde ich dir ja ohnehin sofort unterschreiben. Ja, deswegen bin ja ich tendenziell jemand, der sehr kleine, also in den Ansprüchen der Änderungen sehr kleine sind und wie gesagt noch einmal immer auch rekonstruktiv einen Mehrwert daraus ziehen will. Ich sage das so utilitaristisch. Den Planet so als kleines Ding da anzusetzen, da bin ich unsicher, wie lange das noch funktioniert. Ich stehe da auch so ein bisschen natürlich jetzt phänomenologisch in dem, was ich gerade erfahren habe. Ich habe Teile des Vortrags in Venedig geschrieben und es ist ein völliger Zufall, dass ich hier bin. Ich bin bei all dem, was jetzt in den Medien waren, große Hagelkörner sind auf uns gefallen, die Bäume sind an uns vorbeigeflogen und das macht, das ist nicht konstruiert, das ist Materie und das ist auch gestern in der COCO-Tagung ja angesprochen worden und da ist die Frage, was tun wir mit Materialität, die uns um die Ohren fliegt. Das ist, glaube ich, etwas, da können wir, wie du sie ja benannt hast, die Wiener Schule der interpretativen Sozialforschung und aus dem Artefakt sehr viel lernen. Wie lang das noch möglich ist zu denken, dass der Planet sozusagen ein marginalisiertes Problem ist, das wird sich weisen. Also ich glaube, dass die Einschläge näher kommen. Dass die Felder geteilt werden müssen, auf jeden Fall. Nur, jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt. Das ist natürlich, das hat ja immer auch mit der Position, von der aus ich spreche, zu tun. Und in dem Artikel als Wissenschaftler im Wissenschaftssystem. Und in dem Artikel, den du jetzt angesprochen hast, Günther, in der Zeitschrift für qualitative Forschung, habe ich ja auch gesagt, dass sozusagen Norman Denzin in Amerika das anders sehen würde. Und jetzt kann man das unter dem argumentieren. Ich argumentiere es nicht unter dem, also in anderen Kontexten argumentiere ich es unter dem Inklusionsargument, aber du kannst es auch unter dem Wissensargument argumentieren. Welche Wissensbestände werden auf Basis welcher Positionalität gehört, überhaupt produziert und genannt und welche nicht? Und das halte ich für relevant, auch wenn wir uns umschauen, wer wir sind, die wir hier sitzen. Sie hatten, ich will da nochmal drauf zurückkommen, die von den Räumen, der Notwendigkeit, Räume zu eröffnen. Und Sie haben beschrieben, Ihren eigenen Prozess, das fand ich sehr interessant, dass Sie eigentlich zunächst mal nicht an irgendwelche Transformation gedacht haben, sondern, ich will es mal formulieren, von der Transformation überrascht worden sind. Genau so kann man es formulieren, ja. Das heißt also, Sie haben auch da keine gezielte Transformation initiiert.
Wie würden Sie das denn jetzt mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, würden Sie den Raum eröffnen und ihn gleichzeitig einschränken, weil Sie wollen, dass eine bestimmte Transformation in eine bestimmte Richtung geht? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also ich, können Sie es vielleicht nochmal wiederholen? Ja. Die Transformation hat stattgefunden ohne Ihr Zutun. Mhm. Wie ist es jetzt in der Zukunft, wenn so, Sie ja. solche Dinge machen, schauen Sie dann einfach auch nur zu, was kommt da an Transformation raus? Und ich habe es verstanden, jetzt habe ich es verstanden, Dankeschön. Wie gehen Sie damit um dann? Wie gehe ich damit um, ja. Ich habe, also ganz in der Fluchtforschung ist es einfach, das ist das, was Traue meiner Meinung nach sehr schön nachkonstruiert hat, dort, wo die Werte geteilt werden, ist das relativ klar, wohin Entwicklung gehen muss. Wir haben aktuell, wie gesagt, dieses Projekt zu Klimaskepsis und auch zu Maßnahmenskepsis, und hier ist das unentschieden. Das, was ich sagen kann, ist, dass in den Zeiten, wir machen da übrigens Langzeit, also eigentlich eine qualitative, interpretative Longitudinalstudie, das heißt, dass wir die Personen immer wieder befragen, immer wieder in ihre Erfahrungshorizonte hineingehen. Und ich selber werde dadurch auch transformiert. Ja? Also ich glaube, das kommt dazu. Das hat die Michaela Pfadenhauer so schön einmal bei einem unserer Forschungstreffen gesagt. Ich muss mich ja dann auch öffnen, dass ich verändert werde. Und das mag man mögen oder nicht. Ja? Ich weiß nicht, wohin das geht, aber was ich tun kann, ist sozusagen Erfahrungsräume und Räume zu entwickeln, wo Multiperspektivität erfahrbar ist. Was stimmt, wo der Jo einen Punkt hat, ist, dass ich natürlich sage, dass das überhaupt ein Wert ist, dass ich nicht aus dem rein sozusagen Rekonstruktiven bleibe und sage, diese Räume sind sinnvoll. Ja? Aber da glaube ich eben, dass man die Gesamtentwicklung, sowohl die universitätspolitische wie auch die planetarische, doch einpreisen muss. Und ich weiß nicht, wer gestern Abend die Nachrichten gelesen, also gehört hat, der UNO-Generalsekretär hat ja das Zeitalter des Global Warming beendet und jetzt das globale Kochen ausgerufen, weil es einfach keine Erwärmung mehr ist. Also die Debatte um globale Erwärmung ist aus Sicht der UNO zumindest seit gestern beendet. So, mit Blick auf die Uhr, aber ich habe noch eine Frage gleich an dich. Ich finde es ja total spannend und eigentlich gibt es so ein bisschen ein Déjà-vu, vielleicht bei den einen oder anderen, die auch beim BMT häufig waren oder die Videodokumentationen angucken. Wir hatten, es müsste 2011 gewesen sein, einen Vortrag von Rainer Winter, Plädoyer für eine kritische qualitative Forschung. Und die Debatte war so ein bisschen ähnlich, weil Rainer Winter natürlich aus einem poststrukturalistischen, mit Danzin argumentierenden, vehementen Ansatz votiert hat, wir müssen uns einmischen, wir müssen die Welt ändern. Und ich glaube, es war Ronald Hitzler, der fragte, das klingt ja alles sympathisch, aber was soll das theoretisch? Und insofern haben wir da so einen Aufriss. Dann hatten wir, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre später die Podiumsdiskussion Forschen und Kritik, die auch so ein bisschen so besetzt war, dass man verschiedene Stränge haben konnte, nämlich mit, wofür kann man sich einmischen oder was haben wir bereitzustellen, also im Sinne, was du gerade gesagt hast, Jo, was müssen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereitstellen, damit es dann eventuell diskutiert, aufgegriffen und verändert wird. Also eine klassische Arbeitsteilung. Wenn ich jetzt alle, und jetzt komme ich zur Frage, wenn ich das ernst nehme, dass wir, und dafür plädierst du ja ein wenig, auch diese klassischen Arbeitsteilungen aufheben. Wenn du performative Sozialwissenschaft machst, in der Regel ist es ja auch eine Kooperation mit anderen. Also wäre ja erstens die Frage, wie kann oder soll oder muss sich dann das Wissenschaftssystem auch ändern und aufgestellt sein? Und es sitzen ja hier ganz viele, die ihre Promotionen schreiben oder in Forschungsprojekten sind, die vielleicht auch die Frage haben, wie kann ich das irgendwie transformieren oder irgendwie anders einbringen? Und da würde ich sagen, kommen wir an die Grenzen von Ressourcen, also eigenen Ressourcen, als forschende Person zu forschen, zu schreiben und noch mit zu verändern. Und du hast eingangs gesagt, wir haben jetzt auch einen
pro Rektor oder einen pro für Third Mission, Nebenforschung, Nebenlehre. Also was bedeutet eigentlich die Einladung, die du hier aussprichst, konsequenzenreich für Menschen, die hier arbeiten wollen? Wo müssen sie eigentlich da noch zulegen? Gibt es irgendwo Abstriche? Ich glaube, die Frage ist ungefähr verstanden, hoffe ich. Ist die Frage, ob ich sie einlade. Also das halte ich für, kann jeder für sich und jede für sich entscheiden. Ich mache Projekte, wo ich überhaupt nicht transformativ arbeite, auch. Ja. Was die Universitätspolitik angeht, und deswegen habe ich das als vierten Player eingeführt, wenn eine Universität sich entscheidet, ein Vizerektorat für Third Mission einzusetzen, dann wird das Konsequenzen zeitigen. Und das wird spannend sein, nämlich das ist sozusagen dann auch in Abschlussarbeiten bemessbar. Das ist der vielleicht kritische, negative Anteil. Auf der anderen Seite, ich schaue die Roswitha Bregner da oben, hi, an, haben wir ja sozusagen seit 2005 in Wien genau solche experimentelle Räume eröffnet, indem wir eben Lehrveranstaltungen machen, indem wir Filme als Abschlussarbeiten erlauben, indem ich jetzt auch Masterarbeiten betreue, die Filme sind, die auch schriftlich sind und die meiner Meinung nach durchaus die härtesten sind, weil sich natürlich die Masterstudierenden die ganze Zeit mit diesen Debatten auseinandersetzen müssen und hier Standards einhalten müssen und reflektiv sein. Für mich kann ich sagen, ich habe seit 2007 eine Lehrveranstaltung, die ich tatsächlich an der Uni Wien und jetzt auch in der WU abhalte, wo wir Filme machen, also Filme schneiden und Forschen in einem Seminar machen. Das machen wir gemeinsam mit einem Cutter. Und da geht es mir aber wiederum nicht nur, das klingt jetzt so abwertend, um die performative Sozialforschung. Du weißt ja, dass ich skeptisch bin, das nur über Third Mission zu argumentieren und über die Kommunikation, sondern es geht darum, auch zu lernen, wie Filmsprache funktioniert, wie wir, irgendwo ist der Jürgen Raab, wie wir Sehtechniken und Schnitttechniken die ganze Zeit erfahren und wie können wir sie aber auch wieder nützen. Also es ist ganz stark methodologisch fundiert. Das ist auch etwas, was ich für ganz relevant halte. Also insofern glaube ich, da bin ich beim Jo eigentlich sehr nahe. Es muss diese Fundierung im eigenen Feld haben. Und ansonsten muss es diese Experimentalräume geben. Wir haben eine Filmnacht des soziologischen Films gemacht in Wien in einem Kino, wo wir als Sinnesarrangement auch probiert haben, welche anderen Debatten eröffnet das auch, wenn du die Räume wechselst. Okay, vielen Dank. Leider ist die Zeit rum. Ich würde als letztes nochmal sagen, den einen oder anderen Aspekt können Sie ja mitdiskutieren jetzt im weiteren Verlauf des BMT. Ich finde nochmal wichtig, einfach vielleicht schlicht die Frage aufzustellen, für wen oder was forschen wir und darüber nochmal genauer nachzudenken. Und das kann man für jede Arbeit einzeln machen. Insofern vielen Dank, Katharina Mikuschewczyk, für den Vortrag und die Applaus.